Die folgenden drei Punkte solltest du bei der Planung und Montage unseres aufrollbaren Sonnensegels in der Variante Viereck beachten, um ein schönes Ergebnis zu erzielen. Erstens, Symmetrie und Parallelität. Achte darauf, dass die Befestigungspunkte A und B sowie die Punkte C und D so genau wie möglich auf einer Linie und parallel zueinander ausgerichtet sind. Positioniere die Befestigungspunkte C und D so, dass C in der Flucht im rechten Winkel zum Befestigungspunkt B verläuft und der Befestigungspunkt D im rechten Winkel zum Befestigungspunkt A verläuft. Falls die vordere Segelkante kürzer als die Wellenlänge konfiguriert wird, müssen die Befestigungspunkte C und D entsprechend mit den Segelecken hineinversetzt werden. Zweitens, Wellenniveau und Höhen. Die Welle, sprich die Punkte A und B, müssen immer waagrecht zueinander montiert werden und sollten vom Niveau aus gesehen stets höher liegen als die Punkte C und D. Des Weiteren sollten bei einer wasserabweisenden Variante immer ein Sonnensegeleck, sprich C oder D, in der Höhe verstellbar sein. Dadurch kann auch bei plötzlichen Regenschauern der Regen über ein Spanneck abfließen. Drittens, Position und Ausrichtung von C und D. Wichtig für die Planung ist es, die Befestigungspunkte C und D so zu positionieren, dass diese mindestens einen und maximal 3,5 Meter von der Segeltuchkante im ausgezogenen Zustand entfernt sind. Zudem sollte jeder Mast, sprich C und D, 5 bis 10 Grad entgegen der Wellenmitte nach hinten ausgerichtet werden. Wenn du diese drei Punkte beachtest, kann nichts mehr schiefgehen bei der Konfiguration deines aufrollbaren Viereck-Sonnensegels von Easy to Shade.